Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und wir präsentieren Ihnen heute ein Spiel in der FUT Champions Weekend League. Das wird mit Sicherheit ein Riesenspiel. Aus meiner Sicht eine vielversprechende Partie hier in der FUT Weekend League, Wolf. Wir erleben ja immer wieder, wie umkämpft dieser Wettbewerb ist. Ben Yedder! Da ist das Tor, der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mbappé. Zurück zu Mbappé. Jetzt vielleicht. Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also wenn du mich fragst, die können gerne so weitermachen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Macht er gut. Wissam Ben Yedder. Houssem Aouar. Da ist die Chance. Glanzparade von Manuel Neuer. Wahnsinn, wie hat er denn den noch erwischt? Da kommt die Ecke. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Ecke wird kurz ausgeführt. Schöne Flanke. Wissam Ben Yedder. Tor durch Ben Yedder. Herrlich, macht Spaß ihm zuzuschauen, brillanter Spieler und die Technik, die hat er natürlich auch. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Der Ball läuft richtig gut. Houssem Aouar. Bamba. Das könnte gefährlich werden. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position. Und jetzt die Chance. Ferland Mendy. Und da ist der Ball wieder weg. Essien. Mbappé. Jetzt Eusebio. Gefährlich. Guter Zweikampf. Und das ist der Ballverlust. Sanchez. Und jetzt gibt es eine neue Defensivtaktik bei der Heimmannschaft. Anscheinend wollen sie jetzt mit Abseitsfalle spielen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Toller Pass. Wissam Ben Yedder. Sanchez. Jetzt Eusebio. Valentino Lazaro. Jetzt ein Angriff von Union. Mbappé. Jetzt ist es gefährlich. Ich glaube, der Ball ist ein Tick zu weit. Ben Yedder.
Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Will jetzt die Initiative ergreifen, geht weite Wege. Da ist Mondi. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Viel mit Auge. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Da ist die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ganz energischer Einsatz. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Sanchez. Johan Cruyff jetzt. Erwin Lozano. Mbappé! Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Ja, man merkt, die Mitspieler machen aus seiner Sicht zu wenig. Lässt sich jetzt tief fallen. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, geht gut dazwischen. Da verlieren sie den Ball. Mbappé. Neymar am Ball. Neymar, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Essien. Kylian Mbappé, Lothar. Neymar. Zurück zu Mbappé. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Da wird er unter Druck gesetzt. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Die Gelegenheit. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. 5 Treffer in einer Halbzeit. So oft kommt das auch nicht vor. Und dann ist es auch noch spannend. Es steht 3:2. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? 2 Tore hat er schon auf dem Konto, man liegt vorne, also so kann es natürlich weitergehen und er ist ein Hauptgrund für diesen Spielstand. So, weiter geht's. So ist es, der zweite Durchgang läuft. Mbappé. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Essien. Valentino Lazaro. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Neymar. Johan Cruyff jetzt. Valentino Lazaro. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Sanchez. Mbappé.
Neymar. Super Pass, ja. Mbappé. Gibt Strafstoß, ganz klar. Und das ist natürlich die Chance, hier für den Ausgleich zu sorgen. Wäre sehr wichtig. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Puschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung. Da ist er drin, der Elfer. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Essien. Irving Lozano. Jetzt ein Angriff von Union. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Ecke von Kylian Mbappé. Und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. Houssem Aouar. Und Ballverlust. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das ist Cruyff. Jetzt Neymar. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Und das war dann mindestens ein Pass zu viel. Der Ball ist weg. Roussillon. Houssem Aouar. Da haben wir Ben Yedder. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Ah, sie verlieren den Ball. Valentino Lazaro. Viel Übersicht bei diesem Pass. Neymar. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Houssem Aouar. Da haben wir Ben Yedder. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gutes Tackling. Essien. Kylian Mbappé Lotin. Der Ballverlust durch Mbappé. Schön dazwischen gegangen. Er geht weite Wege. Und da gibt er Freistoß. Den Freistoß haben sie schnell ausgeführt. Irving Lozano. Ball ist bei Mbappé. Direkt wieder zurück. Jetzt Neymar. Irving Lozano. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Führung. Unfassbar. Was ist das hier für eine Aufholjagd? Also das Spiel könnte in die Geschichte eingehen. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau.
mit viel Geduld und dann hat er Glück, trifft den Volley nicht wirklich richtig, aber die Kugel geht rein. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Frenkie de Jong. Roussillon ist das. Mit dem Ball de Jong. Am Ball Mbappé. Johan Cruyff jetzt. Sanchez. Juni in der Offensive. Essien. Jetzt wollen sie mehr Druck entwickeln und die gegnerischen Spieler früh stören. Das kann funktionieren, wenn alle mitmachen. Durch Pressing, Ballverluste erzwingen und dann eiskalt zuschlagen. Gefällt mir gut, was sie da heute in Sachen Passspiel zeigen. Ja. Der Angriff könnte was werden. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell, ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Eine rassige Partie, viele Tore auf Szenen, unglaublich gut zu gucken. De Jong, Fahne ist oben, da ist er etwas zu früh losgelaufen. Bamba. Valentino Lazaro. Irving Lozano. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, den Ball nicht mehr herzugeben. Und das machen sie absolut souverän. Jetzt vielleicht die Flanke. Das könnte die Gelegenheit geben. Ich sag dir was, es gibt schon wieder Strafstoß. Also wenn sie das Ding hier heute verlieren, dürfen sie sich nicht wundern. So darf man im Strafraum nicht agieren. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Sie verwandeln diesen Elfer. Er bringt diesen Elfmeter unten im Eck runter. Der ist unhaltbar. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. 6-3 der Spielstand.
Fest für die Zuschauer und uns. Ein Albtraum für die Trainer. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Super dieses Zuspiel. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. So, Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieg geht heute an die Gäste. Benjeta! Da ist das Tor. Der Banne ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. So. Mbappé. Zurück zu Mbappé. Jetzt vielleicht. Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also wenn du mich fragst, die können gerne. Ecke wird kurz ausgeführt. Wissam Benjeda. Tor durch Benjeda. Herrlich, macht Spaß ihm zuzuschauen, brillanter Spieler und die Technik, die hat er natürlich auch. Da ist die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Gelegenheit. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Da ist er drin, der Elfer. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Führung, unfassbar. Was ist das hier für eine Aufholjagd? Also das Spiel könnte in die Geschichte eingehen. Der Angriff könnte was werden. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf? Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Sie verwandeln diesen Elfer.